Wie kannst du Werbung für die Bibel machen? So ein unzeitgemäßes Buch von einem alten Hirtenvolk. Mit Texten, die unmoralisch sind und die zur Gewalt aufrufen. Das meint Rubin in einem Videokommentar. Ich denke, Rubin hat teilweise recht. In der Bibel gibt es Texte, die nicht so up-to-date sind und die auch Aufforderungen zu Grobheiten und Gewalt enthalten. Es hat auch immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, ich töte diese oder jene Menschen und die Bibel hat es mir gesagt. Meines Erachtens ist die entscheidende Frage, wie lege ich die Bibel richtig aus? Ich habe dabei viel gelernt von dem Auslegungsgespür der Christen, das sich im Lauf der Jahrhunderte gebildet hat. Dabei ist mir wichtig geworden, die Bibel ist von Menschen geschrieben. Menschen, die eine Erfahrung mit Gott gemacht haben und sie haben versucht, diese Erfahrung aus der Perspektive ihrer Zeit festzuhalten. Natürlich gibt es da auch manches Zeitbedingte. Dann ist mir noch wichtig, dass die Bibel Wort Gottes ist. Das glaube ich und das glauben wir Christen. Mit anderen Worten, der Geist Gottes hat die Menschen getrieben, dass sie diese Texte verfasst haben. Die große Kunst scheint mir nun zu sein, die Botschaft Gottes aus diesen Texten herauszufiltern. Natürlich kann ich nicht jeden Text als Befehl Gottes an mich sehen. Bleibt nun die Frage, warum sollte ich Gewaltstellen der Bibel nicht einfach auch als göttlichen Auftrag sehen, Grobheiten auszuführen? Meines Erachtens ist die Antwort auf diese Frage sehr einfach. Es ist Jesus. Für uns Christen und für mich ist Jesus die letzte Autorität, um die Bibel und um Gott richtig zu verstehen. Ich glaube, dass wir in Jesus das Handeln Gottes selbst sehen. Wenn zum Beispiel sich Jesus ans Kreuz nageln lässt, dann macht das mir deutlich, Gott handelt nicht mit Gewalt, sondern er reagiert sogar auf Gewalt mit Liebe. Und es ist eine Liebe, die im Letzten sieghaft ist. Das macht der Glaube an die Auferstehung Jesu deutlich. Und so ist für mich die Bibel nicht nur ein Buch mit Gewaltstellen, sondern es ist vor allem ein Buch mit der wichtigsten Botschaft. Gott ist Liebe. Und du und ich, wir können teilhaben am Sieg dieser Liebe. Wir finden diesen Sieg bei Jesus.